Apple hat sein Einsteiger-iPad überarbeitet. Es heißt immer noch einfach iPad, sieht aber doch ja, ein bisschen anders aus. Wir wollen uns das genauer anschauen, vor allem weil es zum Start schon sehr, sehr harsch kritisiert wurde. Und wir wollen schauen, stimmen die Kritikpunkte, stimmen sie vielleicht nicht für alle Typen, alle Kundengruppen, alle Benutzertypen. Und das schauen wir uns genauer an. Ich habe da was Schönes. Wow, so viele Features. Ja, was ist überhaupt neu, außer dass es so knallige Farben wie dieses Gelb hier zur Auswahl gibt? Ja, man sieht es beim Design schon, der Power-Button ist weg, die Ränder vor allem oben und unten sind deutlich dünner geworden. Es hat jetzt den modernen Look, den wir zum Beispiel auch aus dem iPad Air kennen. Fingerabdruckscanner hat es immer noch, der ist hier in den Power-Knopf gewandelt. Und ja, sonst ein Update beim Prozessor. Wir haben hier den A14 Bionic-Prozessor eingebaut und das ist es so mehr oder weniger. Es gibt neues Zubehör, das schauen wir uns ein bisschen später an. Und es gibt einen neuen Anschluss. Erstmals mit USB-C wird es geladen. Das ist natürlich höchst willkommen. Endlich auch der neue Standard hier im Basis-iPad, wie bei den anderen iPads auch. Ja, eigentlich würde man sagen, das sind doch willkommene Upgrades. Und das ist tatsächlich so. Warum gibt es also Kritik? Die hängt vor allem mit dem Preis zusammen. 499 kostet das neue iPad. Zum Vergleich, das alte iPad, das übrigens immer noch im Angebot ist, das gab es damals für 359 Franken. Ist natürlich doch ein deutlicher Preissprung dafür, dass man ja quasi einfach ein Upgrade bekommt, wie es in anderen Jahren auch schon üblich war. Da muss halt jeder entscheiden, gerade als Einsteiger, ob einem das wert ist oder ob man trotzdem vielleicht immer noch das alte iPad eher bevorzugt. Heftige Kritik gab es auch, wenn man schon den Preis erhöht, ja, dann hätte man vielleicht auch einen anderen Stift dem iPad spendieren können, denn der hat ein Problem, ist die erste Generation und die hat hinten noch einen Lightning-Stecker. Man kann den also nicht mehr einfach direkt ins iPad reinstecken, sondern man braucht einen Adapter. Der sieht so aus und jetzt wird es richtig kompliziert und auch ein bisschen merkwürdig. Das ist der Adapter, den steckt man hier drauf, falsch, und dann schließt man es ans, fast schon ein bisschen lächerlich muss man sagen, ans Kabel an, USB-C, und so kann man den Stift laden. Man kann ihn aber nicht direkt dann benutzen, wenn er eingesteckt ist. Das ist natürlich dann extrem schade. Schade, hat hier Apple nicht ein bisschen mehr Zusatzarbeit investiert und gesagt, ja, wir machen hier einen USB-C-Anschluss oder wir unterstützen den neuen Stift. Einziger Vorteil, wer den alten Stift schon hat, kann ihn weiter benutzen, muss sich nur für 10 Franken diesen Adapter kaufen. Wenn man jetzt, wohlmerklich, das ist ein extra, das zahlt man extra, kostet 100 Franken der Stift, wenn man den jetzt kauft, kriegt man den Adapter immerhin gleich schon in der Box, damit man ihn dann auch wirklich einstecken könnte. Ein bisschen schade, diese Detailarbeit, dass sie Apple in diesem Fall hier nicht gemacht hat. Schauen wir uns noch die zwei letzten Kritikpunkte an. Einerseits der Prozessor, da ist eben nicht der neueste A15-Prozessor drin, sondern nur in Anführungszeichen der A14. Finde ich trotz allem okay, im Alltag merkt man nicht so viel davon. Und es ist ja nicht das Pro-Gerät, wo man da irgendwie Video schneidet im Großen, obwohl man das auch kann, damit eigentlich kein Problem. Ist ein bisschen schade. Ich hoffe, das wird dann bei den Updates berücksichtigt, dass das Gerät trotzdem relativ lange Updates kriegt. Und ja, zu guter Letzt noch diese tolle Tastatur, die es nun dazu gibt, die man direkt an den Connector andocken kann. Die kostet mit 260 Franken richtig, richtig viel Geld, ist aber eben nicht dieselbe, die man vom Air oder von den Pro-Modellen her kommt, sondern zweiteilig, hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, man kann die auseinandernehmen und den quasi so nutzen als Schutz für die Rückseite. Man kann den sogar verkehrt dran machen und hinten dran und hat so das iPad in der Hand und ja, die Tastatur immer dabei. So. Allerdings ist es eben dann zweiteilig, man muss immer ein bisschen umbauen, auseinandernehmen, jetzt sehen wir es schon ein bisschen. Und vor allem auch im Stand ist es so, oh, jetzt fällt es mir ab.
ein bisschen ein Gebastel manchmal. Und wenn man den so nutzt, dann kann man hier aufklappen, auf den Tisch stellen. Funktioniert wunderbar, schön verstellbar, super, wenn man auf einem Tisch arbeitet. Sobald man allerdings auf den Knien arbeiten möchte mit so einem iPad, dann ist die andere Tastatur, wo alles in einem Guss ist, natürlich viel besser. Hier ist es ein bisschen schwierig. Ja, Apple hat vielleicht nicht überall so sauber gearbeitet, wie man das gewohnt ist. Trotzdem würde ich sagen, für gewisse Kunden ist das ein super Produkt. Nämlich für all jene, die sagen, ja, das R zum Beispiel oder auch sogar das Pro hat mir zu viel Power, das brauche ich gar nicht. Ich brauche eine portable Arbeitsstation für Webanwendungen, ein bisschen Textverarbeitung, ein bisschen Surfen, ein bisschen Multimedia. Und da kann das wirklich mithalten. Mit der neuen Tastatur oder auch einer günstigen Alternative, zum Beispiel von Logitech, kriegt man ein super Arbeitsgerät, das alles kann, schön aussieht, gut funktionell ist, auch Gewicht und Größe da sehr ähnlich ist wie zum Beispiel das Air, dass man eben trotzdem dann schon für deutlich weniger Geld kriegt. Wenn man wirklich absoluter Einsteiger ist, ein Basis-iPad braucht, ja, dann kann man sagen, ich nehme einfach hier das für 4,99 und verzichte auf Kostspiele Extras, auf mehr Speicher. Man kriegt für 4,99 auch noch 64 GB Speicher. Ja, dann ist es vielleicht schon fast ein bisschen zu viel. Dann ist immerhin noch das alte iPad weiter im Geschäft und in den Stores erhältlich.